Token, ja, keine Nachteile. Was in meinem Metal Gear Rising Revengeance Let's Play vielleicht zu sehen war. Sind das Verbündete? Hey, Dudes! Hey! Hey! Hey, you! Are you Verbündete? No, you are the enemy. And what's this? I have no idea. Sind das unsere ganzen Gegner? Sind mehr nicht? Mehr nicht? Echt jetzt? Hier, greif mal die Pferdetypen da hinten an. Ach, wisst ihr was? Versuchen, gegen euch standzuhalten, General. Wisst ihr was, Leute? Da mache ich hier gar keinen großen Hehl raus. Sondern da mache ich einfach mal diesen hier. Attacke! Into battle! Guckt euch meine fette Armee an. Was wollen die machen, hä? Was wollen die einfach machen? Mann, die Kamera, die Kamera! Scheiße. Die Kamera geht mir voll auf den Sack. Into battle! Hell yeah! Die kriegen gleich mal auf den Sack. Zack, 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 zack. Radar vergrößern, kann man das machen? Oh, tatsächlich. Aber will ich gar nicht. Bringt mir ja nichts. Beziehungsweise die Pferde-Dudes können mal die angreifen. Und der Rest hier. Den anderen. Ja. Greif mal hier schön an. Hoi! 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 Das ist doch auf jeden Fall super. Ich dachte, die Armee wäre größer, aber die sind anscheinend nur ein paar. Schlaffies hier. Wohl, das sieht konzentriert aus. Oder? Weiß nicht. Das sieht eigentlich nicht so sehr groß aus. Into battle! Yeah! Let's kill the enemies! Da kommen noch mehr Pferdereiter von mir. Und überrennen die Feinde einfach. Der Boden bebt. Die werden einfach überrannt und zerfetzt. Oh shit! Meine wären jetzt abgeknallt hier ohne Gnade. Ich hoffe, da ist kein General drunter. Nur das sind nur ein paar kleine Dudes. Oh, jetzt können wir die mal angreifen. Was ist jetzt mit meinen Leuten hier hinten? Mann, die Kamera hat mich rausgemacht. Das geht bei Dings hier. Age of Empires ist viel schöner. Ja, da rennen meine Pferdefreunde einfach rein hier und zerfetzen alles. Während meine Armee da hinten noch ein bisschen mit Rumdümpeln beschäftigt ist. Die sind ja nicht gerade die schnellsten, würde ich sagen. Eure Männer fliehen, Lord! Ja, komm, das macht nichts. Ne, warte mal. Hier, die kann man mal. Motivier die mal und dann hau ab. Verschwinde! Ab! Der General darf nicht fallen. Und die voll motivierten können wir mal. Richtig für Action sorgen. Die sorgen hier gleich mal richtig für Action, Freunde! Richtig für Action! Da sind auch ganz viele, die mal für Action sorgen können. Euer General wird angegriffen! Ja, deswegen ziehe ich ihn doch zurück. Das sind ja alles hier mehr. Ein paar kleine Dudes. Attack! Trotzdem kein gutes Gefühl gerade so. Irgendwie. Macht mich das hier nicht ganz glücklich, was hier gerade passiert. Will ich da doch eigentlich. Ich weiß nicht. Soll ihr mal da hinten angreifen lieber? Ihr Pferdetypen. Attack!
Ne, halt. Da. Da. Ich hab gar keinen Plan, was ich hier mache gerade. Aber ich lasse jetzt mal eine Einheit alle angreifen. Meine ganzen Pferde-Dudes. Wäre hier ganz schön niedergemetzelt, finde ich. Ich bin mir ja da gar nicht mal so sicher, ob wir das noch irgendwie zu unseren Gunsten ändern können. Aber wir können auf jeden Fall auch noch Typen. Mal, du musst dich da mal um die kümmern. Du mal um die hier. Flankieren uns hier sonst ganz prächtig. Was ich natürlich nicht möchte. Special-Einheiten oder irgendwie sowas. Hier gibt's ein fettes Feuergefecht, Freunde. Alle hier, auf die Gegner, kommt schon. Yay! Zerschmettert sie mit all eurer Macht. Attack! Und viel bessere, viel mehr Feuerkraft, habe ich das Gefühl. Ich habe außerdem das Gefühl, dass meine Leute nicht sehr schlau sind. Ich muss jemanden motivieren wollen. Wäre vielleicht schlau von mir, einfach die anzugreifen jetzt. Oh shit! Jetzt kommt die. Okay. Der General kann sich mal schnell zurückziehen. Aber ganz schnell. Und die hier können jetzt mal hier. Also, ich meine, die beiden können mal hier angreifen. Und die hier. Die. Ja, hier, hier, komm. Scheiße, da kommt noch mehr. Weiß ich nicht. I don't believe it! Da kommen noch schön viel mehr Einheiten. Um uns zu ficken, das finde ich nicht gut. Ach du Scheiße. Das ist ganz, ganz schlecht, Leute. Ganz, ganz schlecht. Bleib doch hier und greif dich an. Ich steh nochmal von denen rum. Scheiße, Alter. Leute, es ist schlecht, was ihr hier macht. Feuert doch einfach mal, bitte! Ne? Das wäre gar nicht mehr so schlecht. Ich hab euch das genommen. Wir weisen die Welt untergehen. Also jetzt die Gegner. Der Sieg ist sicher, mein Lord! Oh! Sieht so aus, ne? What the fuck? Warum hat sich das Bett auf einmal so schnell gewendet? Okay, die scheint zu fliehen. Ja. Da sind noch Feiglinge. Ja, machen wir mal beenden, ne? Gefecht beendet, entscheidender Sieg, genau. Wo wir keine Unterstützung von unserem Vasall bekommen haben, womit ich eigentlich gerechnet hätte, haben wir einen Sieg zu feiern, auch wenn die Armee scheiße groß war und ich nicht gedacht hätte, dass wir diesen Kampf gewinnen. Aber haben wir letzten Endes doch getan und das ist ganz gut so für uns. Wir sind immer gut gelaufen. Entscheidende Siegfeinde getötet. Und die haben mehr. Ne, wir haben mehr getötet. Verbleibend 1000. Okay. Nicht viel. Okay, sind angeknackst auf jeden Fall. Ich hoffe, Verbündeter, da mein Vasall kann noch was machen. Das wäre nicht schlecht. Ich glaube, ich muss mich aber erstmal zurückziehen hier. Ein bisschen. Aber noch in der Nähe bleiben, falls mein Vasall angreifen will, will ich natürlich
Unterstützung leisten. Haben wir eigentlich... Ne, wir haben keinen Veteran drin. Schade. Sonst hätte ich den Veteran da drauf geschickt. Der hätte den Mann zu Mann getötet. Aber ist ja auch egal. Wir machen einfach mal weiter. Und die Unterhaltskosten haben sich ein bisschen dezimiert für die Armee. Denn es sind ein paar Leute gestorben. Tapfere Männer. Und ich glaube, mein Verbündeter greift gleich meinen Feind an. Und meine Vasallen decken noch die Karte für mich auf. Das ist natürlich schön. So möchte ich das gerne haben. So. Wehe, du bist ein Feind. Dann gibt es gleich Krieg. Again. So, ein bisschen angeknackst. So, Vasall. Krieg, genau. Machen wir nochmal die letzte Schlacht. Können wir diesmal auf unsere Verbündeten hoffen? Ja, ich mach mal Computer jetzt. Das brauchen wir nicht. So, zack, komm. Das ist kein Übel. Brauchst du nicht. Und, you're going down. Wir ziehen uns gar keine Männer ab. Geil, beide getötet. Nee. Sehr schön. Das haben wir geschafft. So muss das sein. Zack. Wieder ein Krieg mehr gewonnen. So. Die können wir mal bombardieren. Super, das haben wir geschafft. Nee, ich will die nicht. Warum sollte ich die angreifen wollen? So, ich mache erstmal auf Diplomatie. Gucken wir mal. Allzu feindlich. Wait, what? Why? Nun, was habt ihr heute zu sagen? Lohnt es sich für mich, euch anzuhören? Ich kann auf jeden Fall Macht gemäßigt. Okay. Ich kann denen auf jeden Fall. Die sind nicht gut auf mich zu sprechen, okay. Aber wir führen auch keinen Handel miteinander. Die sind feindlich und wir können keinen Handel miteinander führen. Und jetzt abkommen. Drückt euch klar aus und redet okay. Schnell. Eure Anwesenheit ist nicht. Handel? Handel? Kein Krieger spricht von Handel. Und dann noch mit euresgleichen? Selbst Kaufleute gehen woanders hin. Ich hätte euch nicht für mutig genug gehalten, zu mir zu kommen. Aber redet nur, jetzt, wo ihr hier seid. Letzte Chance, würde ich sagen. Euer Angebot. Okay, okay, dann nicht. Okay, merke ich mir. Das merke ich mir. Was ist denn mit dir? Hm? Bündnis? Nun, wie wär's? In euren Augen sind wir nicht besser als Narren. Ich werde euer. Okay, handelt's vielleicht? Handelsabkommen? Drückt. Nein, okay, wollen sie auch nicht. Okay, ich meine, okay. Hey. Was soll's? Kein Handel betreiben. Warum nicht? Warum betreiben wir hier? Handel mal. Treffen mit Freunden. Ja, doch, machen wir. Ja, ja, ist okay. 1800 kann man natürlich leisten. Das bringt uns ja auch immerhin auch was. So, wir handeln. Was ist das? Verbündet? Vasall, okay. Geschätzt, aber wir handeln nicht. Warum handeln wir nicht? Mach mal bitte Handel. Heute ist ein guter Tag. Ja. Nee, was? Es ist mir eine Ehre, euch zu begrüßen. Es nein, nein, oh nett, Quatsch. Freunde zum Gespräch kommen. Handelsabkommen beenden, das ist doch Quatsch. Wir gucken mal, mit wem wir alles Handel treiben können. Das geht nicht. Zauvo, ja? Mit denen haben wir gerade Krieg, okay. Das ist in Ordnung. So. So, haben wir jetzt eigentlich das hier schon mal fertig? Ne, zwei Runden brauchst du noch, okay. Abwarten und Tee trinken, Freunde. Abwarten und Tee trinken. Und den Krieg gewinnen, das wäre auch nicht schlecht. Machen wir gleich, hm? Machen wir gleich. Da ist gerade ein Schiff in unserer Handelslinie geschippert. Das finde ich nicht gut. Die wollen jetzt hier... ich biete Friedensvertrag! Frieden. Friedensvertrag! Ein Ende des Krieges, bevor unsere Big Völker dich. Vergehen. Ja. Wie ich mache dir mal ein Gegenangebot, ja? Du... Freund... Kriegst du einen Friedensvertrag? Gerne. Du willst einen Friedensvertrag? Kriegst du. Kein Problem. Dafür bezahlst du uns ein paar Steuern. Hm? Wie wär's? Einmalige Tribut? Ich wollte eigentlich... Egal. Okay.
Wir sind jetzt Freunde, ja?